Ja, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es ist jetzt fast 17 Uhr. Wir haben heute leider zu meinem großen Bedauern und ich denke zu unserer aller Trauer den zweiten Todesfall im Kreis Heinsberg. Und zwar ist ein 73-jähriger Mann, der Dialysepatient ist und deswegen auch vorgeschädigt ist im Krankenhaus Heinsberg, an einer Lungenproblematik verstorben. Ich denke, unser aller Mitgefühl, unser aller Trauer ist mit dem Verstorbenen, seiner Familie, seinen Angehörigen, seinen Freunden und Verwandten. Trotz dieser schwer zu überbringenden Nachricht, denke ich aber, ist es heute an der Zeit, auch über einige andere Dinge zu sprechen, auf die Sie auch händeringend warten. Denn wir haben ja auch versprochen, wir werden transparent die Arbeit auch des Krisenstabes, auch die Überlegungen, die wir haben und alles, was damit zusammenhängt, Ihnen rüberbringen und auch unsere Entscheidungsprozesse transparent machen. Wir sind jetzt im Krisenstab vor dem Hintergrund steigender Fallzahlen. Wir haben heute jetzt 443 Fälle, die infiziert sind. Wir haben im Kreis Heinsberg, ohne die Personen, die wir schon nach auswärts verlegt haben, zurzeit 9 Personen, die stationär aufgenommen worden sind und 2 Personen, die also intensivmedizinisch betreut werden müssen. Eine, wie wir alle finden, sehr ernste Situation. Und vor dem Hintergrund dieser ernsten Situation haben wir uns natürlich überlegt, was ist jetzt wirklich das Dringendste? Wo stehen denn wirklich die Risiken für uns im Moment zu Buche? Was ist das, was wir wirklich vermeiden müssen? Wir haben auch durch viele Gespräche mit den Krankenhäusern in den letzten Tagen festgestellt, dass nicht sehr viele wirklich schwer an Coronavirus erkranken, aber dass insbesondere die Risikogruppe der älteren Personen und der vorgeschädigten Personen, dass man da doch mit schweren Krankheitsverläufen rechnen muss. Unser aller Bestreben muss also sein, die Infektionsketten so weit zu verlangsamen. Eine komplette Neuinfektion kann man nicht verhindern, aber die Infektionsketten weiterhin mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln so weit zu verlangsamen, dass es erst gar nicht bei diesem Personenkreis zu Ansteckungen mit dem Coronavirus kommt. Der zweite Punkt, der mindestens genauso wichtig ist, ist der, dass wir die Funktionsfähigkeit unserer Intensivstationen gewährleisten müssen. Das heißt also, wenn wir den Krankheitsverlauf verlangsamen und nicht so viele Personen auf einmal intensivmedizinisch betreut werden müssen, dann können wir auch nach allem Menschenmöglichen diesen Personen eine optimale medizinische Betreuung gewährleisten, dass sie dann trotz Komplikationen die Erkrankung überleben. Hinzu kommt, dass wir zunehmend feststellen, das spiegeln uns die Krankenhäuser wider, dass die Verlegungsmöglichkeiten in Krankenhäuser rund um den Kreis Heinsberg oder auch weiter weg kritisch sind, weil diese Krankenhäuser natürlich auch ihre Intensivkapazitäten benötigen und weil wir da auch mit einer zunehmenden Anzahl von schweren Erkrankungen rechnen, die dann auch intensivmedizinisch betreut werden müssen. Das heißt de facto, unsere bisherigen Anstrengungen, die wir unternommen haben, um genau diese beiden Szenarien zu vermeiden, und dazu gehört unter anderem die Schließung von Schulen und Kindertagesstätten, diese Anstrengungen können wir zurzeit nicht Darin können wir zurzeit nicht nachlassen, weil wir alle der Meinung sind, hier im Krisenstab, und ich habe heute auch lange mit den Bürgermeistern aller kreisangehörigen Kommunen zusammengesessen, weil wir alle der Meinung sind, dass unsere Gesundheit das höchste Gut ist, was wir alle Male haben, und dass hinter diesem Gut alle wirtschaftlichen Überlegungen oder auch wirtschaftlichen Beeinträchtigungen jedenfalls für eine bestimmte Zeit zurückstehen müssen. Wir haben uns also wirklich schweren Herzens, aber wirklich auch einmütig, sowohl als Krisenstab wie auch auf der Ebene der Städte und Gemeinden dazu entschlossen, perspektivisch bis Ostern, aber de facto erstmal um eine weitere Woche die Schulen geschlossen zu halten. Wir möchten wirklich alles in unserer Macht Stehende tun, um die weitere Ausbreitung von Coronavirus-Infektionen über Schüler und Kinder, die selber ja gar nicht so schwer von der Krankheit betroffen sind, die aber gleichwohl diese Krankheit natürlich in die Familien an Oma und Opa weitergeben können, um das zu vermeiden, dass dann in Schulen und Kindergärten Situationen entstehen, wo es dann zur Verbreitung dieses Viruses kommen kann. Das haben wir uns wirklich, das können Sie mir glauben, nicht leicht gemacht, weil wir natürlich alle auch sehr heftig diskutiert haben, ist das vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf Familien, auf Betreuung, auf das Arbeitsleben der Einzelnen, Stichwort beispielsweise die alleinerziehende Mutter, ist das überhaupt vertretbar? Wir glauben aber auch, dass wirklich, und wir sind der festen Überzeugung, nicht nur glauben das, dass im Moment in der momentanen Situation und so wie sich die Lage hier in Deutschland entwickelt, wir weiterhin gut damit beraten sind, wie der Fachmann sagt, vor die Lage zu kommen und nicht nachher nachsteuern zu müssen, wenn uns Entwicklungen überholen. Die Gesundheit der Bürger im Kreis Heinsberg ist das, was unser aller Ziel ist, was wir alle mit allem uns zur Verfügung stehenden Mitteln weiter verteidigen müssen.
Ich kann zumindest eine auch positive Nachricht senden. Ich habe heute ja wie gesagt, mit dem Bürgermeister zusammengesessen und wir sind uns alle einig, dass wir darauf hinwirken werden. Wir müssen alle damit in die Räte, aber ich kann mir nicht ernsthaft vorstellen, dass dafür keiner die Hand hebt, dass wir wirklich die Kita- und OGS-Gebühren nicht kleinlich auf den Tag berechnen, sondern monatsweise dann, so wie es sie trifft, auch zurückerstatten. Ich denke mal, das ist das Mindeste, was wir tun können. Wir sind als Krisenstab und auch die Städte und Gemeinden weiterhin darum bemüht, auch Lösungen zu finden für die, die wirklich arbeiten müssen aus existenziellen Gründen und für die Kinder keine zur Betreuung haben. Da sind wir aber auch wirklich darauf angewiesen und da zeigt sich dann auch wirklich mal, ob wir solidarisch miteinander umgehen, dass wir uns in dieser Situation gegenseitig helfen. Denn das, was uns als Kreis Heinsberg mittlerweile über die Grenzen des Kreises Heinsberg hinaus bekannt macht, ist unsere Solidarität untereinander. Ich las heute im Kölner Stadtanzeiger einen interessanten Artikel. Da hieß es, 10 gute Gründe, warum trotz Coronavirus noch Hoffnung besteht. Der beste Grund war, dass mittlerweile in China die Eindämmung offensichtlich gelungen ist. An zweiter Stelle, noch vor den Maßnahmen des Gesundheitsministers Spahn zur Schließung von Stadien, kam die große Solidarität im Kreis Heinsberg und das gute Krisenmanagement, was wir hier machen. Und ich hoffe wirklich, dass sich viele andere an uns ein Beispiel nehmen, denn ich glaube, nur so wird man dieser Krise wirklich entschlossen begegnen können. Ich will hier nicht dramatisieren. Es werden nicht so viele Menschen, hoffentlich nicht so viele Menschen am Coronavirus sterben. Aber wir müssen wirklich alles in unserer Macht Stehende tun, um das zu vermeiden, dass es wirklich zu diesen hohen Zahlen wie beispielsweise in Italien kommt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. HS, be strong.